Musikgruppe Fortschritt, die bleibt beim Thema. Nach einer Instrumentalnummer hören Sie Ihr Lied Hier kaufst du ein. Die Melodie, wenn Sie wiedererkennen, ist geklaut. Dabei werden Sie assistiert von Mitgliedern des Wuppertaler Maskentheaters. Und dann ist noch einer dabei, dessen Bühne ebenfalls die Straße ist. Frank Jeschke mit seinem bösartigen Raben. Also her mit dem herausragenden Schmutz jetzt. Fast alle Künstler, die hier heute auftreten, leben am Rande des Existenzminimums. Und dass sich die Stadt Wuppertal mit unseren Federn schmücken will, mit den Federn der Alternativkultur, ist dabei ein doppelter Hohn. Denn wir werden in Wuppertal abgespeist mit sporadischen Hungergeldern. Die Stadt Wuppertal streicht unseren Spielstätten, den Kommunikationszentren, den Kleinkunstbühnen systematisch die Subventionen. Damit sind wir direkt betroffen, weil wir keine Gagen mehr bekommen. Das geht sogar so weit, dass wir in Wuppertal wegen Straßenmusik verhaftet worden sind, zweimal. Und die juristische Grundlage für dieses Vorgehen der Polizei hat die Verwaltung der Stadt Wuppertal geschaffen. Und deswegen spielen wir jetzt nicht mehr mit. Die Stadt Wuppertal will sich hier als ungeschminkt darstellen. Dennoch wurde im Vorfeld dieser Sendung geschminkt, das heißt zensiert. Ein kritischer Beitrag über den Chemiekonzern Bayer von einer Schülerkabarettgruppe wurde wegzensiert. Ebenso der Beitrag über den radikalen und pazifistischen Dichter Armin T. Wegener. Kritik ist hier erlaubt, allerdings nur, solange sie nicht an die Wurzeln geht, solange sie nicht radikal ist. Und wir lassen uns auch nicht ausspielen. Wir lassen uns nicht ausspielen gegen die anderen Städte, in denen die Menschen ganz genauso leben wie wir, in denen genau die gleichen Probleme da sind, genauso immer mehr Arbeitslose und immer mehr Leute, die immer ärmer werden. Das ist was, was wir nicht mitmachen. Und es geht nicht darum, wer diesen Städtewettkampf gewinnt, sondern wir fragen, wer dabei alles verliert und was dabei auch von Kultur verloren geht. Wir sind nicht bereit, länger um jeden Preis hier im öffentlich-rechten Fernsehen zu spielen. Es ist egal, ob ZDF oder ARD. Was hier unter Kultur verstanden wird, ist genau die gleiche Sache, was die Bonner Wenderegierung darunter versteht, nämlich Andersdenken, wirklich Andersartiges ausgrenzen, wegzensieren oder so verdünnen, dass es nicht mehr wiederzuerkennen ist. Und wir sind auch nicht bereit, uns vor den Karren der SPD spannen zu lassen. Die SPD sagt Kultur, und mit immer mehr Kultur wollen sie immer mehr Arbeitslosigkeit zukleistern, immer mehr Zerstörung in allen Bereichen vergessen machen. Das machen wir nicht mit. Und die Alternativkultur, wo die SPD jetzt sich damit schmücken will, stellen wir Ihnen nicht zur Verfügung. Wir sind zu so einer Bluttransfusion nicht bereit. Wenn hier von Kultur gesprochen wird, dann wird von Unterhaltung und Ablenkung gesprochen. Ja, Moment. Kultur ist für uns aber, oder gegen Kultur heißt für uns, dass wir auch über Dinge reden, dass wir auch Dinge wieder, oder gegen Kultur, und Kultur von unten heißt für uns, über Sachen reden, wie zum Beispiel, oder die unseren Widerstand und unsere Kämpfe gegen Unterdrückung thematisieren. Zum Beispiel die Situation in unseren Knästen, wo nach wie vor politische Gefangene gefoltert werden, werden gefoltert in Isolation und haben keine Möglichkeit oder ohne Aussicht auf irgendeine Art von... So,
Liebe Freunde, also ich glaube, es ist ein Zeichen, dass weder ARD noch ZDF noch die Wuppertaler noch die Neuköllner hier zensieren. Wir haben euch wirklich sehr liberal und demokratisch aussprechen lassen. Und ich nehme nicht an, dass ihr jetzt noch den an sich geprobten Beitrag hier spielen wollt, wie ich am Zusammenpacken sehe. Ich danke euch trotzdem, dass ihr an dieser Sendung für Wuppertal mitgewirkt habt. Ich zahle ungern etwas zurück, aber ich bin in der Lage, etwas zu bewundern. Nämlich, dass eine Gruppe junger Leute, die das Recht haben, ihre Meinung zu sagen, wann immer und wo immer sie wollen, und dafür liebe ich diesen Staat, dass die wochenlang auf nichts anderes gewartet haben, um an diesem Tage heute das loszuwerden und uns wochenlang an der Nase rumgeführt haben, dafür haben sie meine volle Bewunderung. Vielen herzlichen Dank.